Das schönste Land in der Welt ist Melodonien. Es gibt nur den Gestank von diesem widerlichen Schlamponien habe ich immer noch in der Nase. Na, wenigstens seid ihr frisch gebadet. Riecht ihr gut? Das machen wir jetzt jede Woche. Also, wie ihr wisst, werden wir wieder mal von Synkopia bedroht. Und außerdem ist die Zauberessenz immer noch verschwunden. Wie und wo, weiß zwar niemand, aber alle sind sie hinter ihr her. Ich kann euch sagen, die alte Synkopia setzt uns ganz schön zu. Zuletzt versuchte sie es sogar mit einem Schneckenangriff auf Melodanien. Aber den konnte ich, die unerschrockene Hofkrähe Lucula, erfolgreich abwehren. Schneller, schneller, Schwestern! Die Schlampheimat ruft! Synkopia schäumt vor Wut und schmiedet wahrscheinlich längst neue Pläne. Ha! Ihr dämlichen Blechschlampen! Den Angriff der Killerschnecken habt ihr gründlich vermasselt! Das darf nicht doch mal passieren! Ja! Genau, Meisterin. Sehr unlock. Ja. Mit dem Frontalangriff hat es nicht geklappt. Dann werde ich Melodanien eben von innen angreifen. Von innen? Unlock. Prima. Unlock. Wie geht das denn? Indem ich Prinzessin Lilalu aus Melodanien fortlocke. Und dabei wird mir Prinz Uloxander helfen. Prinz Uloxander? Wer Uloxander ist denn? Das bist du, dämliche Blechbüchse. Oh, oh nein. Oh, bitte. Hexer, Hexer, Hexer-Zotter! Ja! Hör mal, du bist jetzt Prinz Uloxander von der Quagenburg und wirst die Prinzessin betören. Na, ist das nichts? Und wenn sie mich gar nicht mag, Ulox? Du träufelst ihr einfach diese Liebestropfen ins Essen. Und dann wird die Prinzessin dich lieben. Ich will hier raus! Oh, Glück muss der Kobold haben. Ja. Aber jetzt nichts wie weg. Aber wie? Ah, was sehe ich denn da? Ja! Seht Prinz Uloxander, sieht aus wie ein Salamander. Wenn er dich küsst, der Warzenwicht, dann kriegst du Pickel im Gesicht. Habt ihr, Ulox, nicht vielleicht doch einen anderen Plan, Meisterin? Schweig und höre gut zu. Damit diesmal nichts schief geht, vergiftest du hiermit auch noch diesen grässlichen Notenbrunnen. Und dann ist es endgültig aus mit Melodanien. Lila, lila, lu, lila, lila, lu, lila, lila, lu. Deine Stimme wird immer schöner, lila, lu. Schau nur, wie meine Federn wachsen. Danke, Zildur. Trotzdem, wir müssen die Zauberessenz wiederfinden. Bald habe ich sie. Sie muss ja einfach hier sein. Hier sein. Herr Hofnotenmeister, was haben Sie denn da? Auch das, eine Spezialwünschelrute vom Zauberversand Mr. Hex 3000. 3000. Total plemplem, der Ärmste. Servus, Pimpernell. Was riecht denn da so köstlich? Krass. Zwiebelsuppe. Verdammt nochmal. Ohne Zauberessenz bin ich eben doch nur ein Küchenwichtel. So einen wird Lilalu sicher nie heiraten wollen. Oh, mei.
ja, da hat aber jemand schlechte Laune. Klar. Hey, Pimpernel, hör mal. Hey, konkreter Sound. Diese Dosen, wow. Sturm, Vorsicht. Das sind kostbare Gewürze aus dem Land der Wurzelzwerge. Entschuldigung. Land der Wurzelzwerge? Hört sich verdammt nach Rohkost an. Einige der Wurzeln haben die absonderlichsten Nebenwirkungen. Wenn man sie isst, tut man Dinge, die man gar nicht tun will. Nanu, was ist denn das? Das wiederum? Hört sich nach hohem Besuch an. Klar, und das bedeutet ein Festessen. Wie sehe ich aus, Kantate? Perfekt, mein Lieber. Durch und durch ein König. Majestät, Prinz Alexander von der Quakenburg. Quakenburg? Aber Lilalu. Kind, ich bitte dich, reiß dich doch zusammen. Majestät, ne? Herzlich willkommen in Melodanien, Fritz Oloxander. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Haben wohl zu danken, Majestät. Nun, lieber Prinz, wir haben von euch noch nie gehört. Wo liegt denn euer Quakenburg? Es belieben wohl zu liegen in Kakko. Also ziemlich weit weg. Verstehe. Und was führt euch von so weit her zu uns? Ich bin gekommen, um untertänigst um die Hand der Prinzessin anzuhalten, zu belieben. Um die Hand? Was? Lilalu, schäm dich, unseren hohen Gast auszulachen. Werter Prinz Oloxander, wir fühlen uns geehrt. Aber Paps! Dann belieben ja alles in Ordnung zu sein. Dann können Prinzessin Lilalux, ja, gleich mitkommen. Prinzessin Lilalu kann durchaus selbst entscheiden, wen sie heiraten will. Na, den bestimmt nicht. Tja, wenn das die Entscheidung meiner Tochter ist. Dennoch, ihr habt eine weite Reise hinter euch. Seid heute Abend unser Gast. Haben untertänigst zu danken, Majestät. Ich werde alles versuchen, um die Gunst der Prinzessin doch zu gewinnen. Du Knallfrosch! Mit meinen Liebestropfen wird sie dich schöner finden als jeden Märchenprinzen. Sieht er nicht süß aus mit seinen kurzen, krummen Schlappbeinchen? Und ich darf auch noch kochen für diesen blöden Quakerich. Du bist ja eifersüchtig, Kran. Ich nicht! Was meinst du, Lucula? Ob dieser Oloxander eine Chance bei Lilalu hat? Klar, wenn sie auf Warzen und Klubschaugen steht, klar. Sei nicht albern, Pimpernel. Wo sind sie denn nur, diese Liebestropfen? Hoffentlich wirken sie nicht so stark. Sonst will Lilalu mich am Ende doch küssen. Oh, was für ein Beef hier drin. Ach, das nächste Mal reise ich nur noch erster Klasse. Also wie war das jetzt? Wir haben links, Messer rechts oder umgekehrt oder wie oder was? Was? Das weißt du nicht. Entschuldigung. Und die lassen es mit mir arbeiten? Ja, Kreuz, Birnbaum und Hollerstaub. Entschuldigung. Oh mein, ich weiß das auch nicht. Und was machen wir jetzt? Fragen wir halt den Pimpernel. Ja. Gut, gut so, mein böser Olaf.
Sehr gut. Du, Lilalu? Ja? Dieser Oluxander, würde der dir irgendwie... Also, ich meine, vielleicht ist er ja ganz nett. Was? Ich verknall mich doch nicht in jemand, der aussieht wie... wie eine Kröte. Ich bin vielleicht nicht der Schönste, aber ich habe viele Vorzüge. Liebe Gäste, erheben wir unser Glas auf unseren hohen Gast, den edlen Prinz Oluxander. Wohl bekommt's miteinander. Unser melodanischer Jahrgangsmost sehr würzig. Jetzt gehörst du mir. Ruhe! Psst. Ich will hören, was sie sagt. Was? Prinz Oluxander, ihr erscheint mir plötzlich so, so schön. Tatsächlich. Wie bitte? Vielleicht nicht schön, aber gut gewachsen. Sicher liegen euch die schönsten Prinzessinnen zu Füßen. Naja, ich hab sie nicht gezählt. Ach, ich bin so glücklich, dass ihr mich erwählt habt. Oluxander. Aber Lilalu. Lilalu, was soll denn das? Treibe keine Scherze mit unserem Gast. Aber nein, ich liebe Prinz Oluxander. Ich möchte dich heiraten. So schnell wie möglich. Lilalu, das kann ich nicht glauben. Ob du's glaubst oder nicht, Küchenwichtel, diesmal funktioniert mein Plan. Und ich habe immer gedacht, sie würde mich ein bisschen... Pimpernel, ich sag dir, da ist was faul. Oberfaul. Gra, überoberfaul. Wenn ich nur wüsste, was sie an ihm findet. Irgendetwas stimmt mit diesem Oluxander nicht. Das sagt mir mein siebter Krähensinn, Gra. Und nun, Ulux. Phase 2. Aua. Da. Aua. Aua. Hallo, Lilalu. Ich muss ganz kurz mal mit... Keine Zeit, Pimpernel. Mein Oluxander wartet. Oluxander! Lass mich doch in Ruhe. Guten Morgen, mein Liebster. Ich hab dich schon überall gesucht. Oh, guten Morgen, Lilalu. Komm! Komm mit, schnell! Komm! Hofnotenmeister, jetzt sag doch auch etwas. Nun, er ist ein echter Prinz. Prinz! Immerhin. Mama, Papa, ich hab mein Glück gefunden. Aber Kind, du kennst Oluxander doch erst seit gestern. Lass dir doch noch etwas Zeit, Lilalu. Nein. Aua! Das Baby. Aua! Keine Zeit zu haben, morgen gehen wir. Gehen wir. Mein geliebter Oluxander, ich gehe wohin du willst. Aber Lilalu, ohne deinen Gesang ist Melodanien verloren. Oh ja? Ja, natürlich. Ja, nein, die Prinzessin kann auf keinen Fall fortgehen. Sie kann nicht gehen. Ohne Oluxander kann ich sowieso nicht mehr singen. Morgen folge ich ihm nach Quakenburg. Was hat dieser Oluxander bloß mit Lilalu gemacht? Ja, damals hat sie sich von Synkopia lieber zu Blech verhexen lassen.
als Melodanien aufzugeben. Und jetzt sowas, Graf. Lucula, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das kann nicht wahr sein. Genau. Wahr sein. Das ist es. Mhm. Was liest denn da, Pimpernel? Du wirst doch jetzt nicht etwa kochen. So nicht, Graf. Essen hält Leib und Seele zusammen. Ja, da steht es. Ich hab's doch gewusst. Im Land der Wurzelzwerge wächst die Wahrheitswurzel. Wer davon isst, kann nur noch die Wahrheit sagen. Na dann, bon appetit, Prinz Uluxander. Uluxander muss sagen, was er mit Lila Lu gemacht hat. Ich muss sofort diese Wahrheitswurzel holen und ein Süppchen daraus kochen. Ein Süppchen klingt nach einer zünftigen Fresstour. Ich komm mit, Graf. Eine Insel mit zwei Bergen und drumherum das blaue Meer. Keine Tunnels und auch kein Eisenbahnverkehr. Ah, jetzt ja, meine Insel. Wäre doch gelacht. Ich finde die Essenz und dann... Wirst du wohl weiterschwimmen? Blöde Hutschachtel! SOS! SOS! Hilfe! Weißt du überhaupt, wie diese Wahrheitswurzel aussieht, Pimpernel? Nein, aber wir können ja die Wurzelzwerge fragen. Dann frag sie gleich, ob es auch eine Schwarzwälder Kirschwurzel gibt. Oder eine Spaghetti Bolognese Wurzel oder eine Creme Karamell Wurzel oder eine Weißwurst Wurzel oder eine Schweinshaxe mit Sauerkraut Wurzel. Ja. Puh. Uiuiuiui, geschafft. Wenn das so weitergeht, wachsen mir doch Flossen. Hm, so knorrig, wie es hier aussieht, müsste das Land der Wurzelzwerge sein. Niemand da, Kra? Hallo? Ist hier jemand? Also, Selbstbedienung. Vorsicht, Lucula! Die Früchte und Wurzeln hier können seltsame Nebenwirkungen haben. Oh, ich wusste nicht. Entschuldigung. Sind Sie ein Wurzelzwerg? Nein, noch nie davon gehört. Aber dies ist doch das Land der Wurzelzwerge. Nein, gibt's gar nicht so ein Land. Noch nie davon gehört. Das kann nicht sein. Vielleicht haben wir uns verflogen, Lucula. Sagen Sie mir bitte nur die Richtung. Da lang und immer geradeaus. Aber da kommen wir doch gerade her. Dann dort. Eben hat er noch behauptet, es gäbe gar kein Land der Wurzelzwerge. Hab ich nicht. Dann gibt es dieses Land also doch. Nein, hat es nie gegeben. Nefscherschina. Hä? Was ist denn das für eine Sprache, Kra? Wir suchen Wahrheitswurzel. Du verstehen? Snamidio Almanyanyachi. Oh Mann, die gehen mir langsam auf die Nerven. Gehen wir nicht. Kann schon sein, kann aber auch nicht sein. Können Sie mir vielleicht sagen, wo wir die Wahrheitswurzel finden? Vielleicht kann schon sein oder auch nicht. Vielleicht können Sie mir dann wenigstens verraten, wie diese Wurzel aussieht. Grün, nein, rot oder blau-gelb gestreift. Vielleicht groß, vielleicht klein. Du, Lucula, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Hier wächst nicht nur die Wahrheitswurzel, sondern auch die Lügenwurzel. Nein, noch nie davon gehört. Und die Rückwärtswurzel. Lara Saluzai. Und die, vielleicht, kann schon sein, Wurzel. Kann schon sein, vielleicht, oder auch nicht. Wo wächst jetzt die Wahrheitswurzel? Auf dem Mond. Vielleicht auf dem Mars, wer weiß das schon. Du musst doch immer lügen, nicht wahr? Nein. Dann sag mir doch jetzt mal bitte, wo ich diese Wahrheitswurzel nicht finde. Dort drüben wächst sie nicht. Ihr seid sehr klug. Ach, und wer bist du? Ich bin der Wahrheitswurzelzwerg. So,
fertig. Ein Koboldmobil. Modernste Hightech für die Zauberessenzsuche. Ui. Batman würde platzen vor Neid. Hey, kleine Geier, zisch ab. Ich mach die Fliege. Lass das. Absturz. Was können wir für dich tun? Wir brauchen ein Stück Wahrheitswurzel. Aber ganz dringend. Ja, bitte. Weil du sehr klug und sehr mutig bist, sollst du sie bekommen. Hier. Was? Das ist die Wahrheitswurzel? Vielleicht. Nein. Ei. Ja, das ist sie. Sie ist zwar unscheinbar, doch ihre Wirkung ist mächtig. Geh sparsam mit ihr um, denn nicht jeder kann die Wahrheit vertragen. Warum hab ich nur immer so ein Pech? Ich bin doch nur ein kleiner, gemeiner Kobold. Ach, ich wäre so gerne wieder groß. Na du, was ist denn das? Das ist doch... die Zauberessenz. Oh, jetzt werde ich wieder groß. Riesengroß. Mega groß. Ich bin der Größte. Ein Superstar. Ich werde berühmt. Ich brauche Autogrammkarten. Kantate, ich mache mir ernste Sorgen um das Wohl Melodaniens. Und ich mache mir ernste Sorgen um unsere Tochter. Ein festliches Abschiedsessen für 12 Personen. Stumpf! Das kriegen wir nie hin. Heute gibt's Wurzelsuppe. Wurzelsuppe? Hä? Als Festessen? Ist das alles? Ist alles? Morgen früh wird uns Lila Lu verlassen. Ein sehr merkwürdiges Abschiedsmenü von Pimpernel. Wurzelsuppe. Nur noch diese Nacht. Und dann... bist du mein? Nichts kann mich aufhalten, mein Liebster. Zu diesem Anlass ein ganz besonderes Tröpfchen gestatten? Wohlbekomm's, Meister. Und? Schmeckt der Most? Also, er schmeckt sehr... Nun, lieber Kellermeister, er schmeckt... Herr, lieb, voll man nicht? Spritzig? Nein, ehrlich gesagt schmeckt er grauenvoll, widerlich. Ja, einfach abscheulich, wie eingeschlafene Füße. Ja, viel schlimmer so. Nikola, es klappt aber bisher waren wir höflich. Aber einmal muss die Wahrheit raus. Verzeiht, lieber Kellermeister. Ja, ja, Lucula, es wirkt. Kracha! Na wohl, bekommt's. Irgendwie ist mir plötzlich so komisch. Schnell, lass uns gehen, Prinzessin. Was fällt dir ein? Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Ja, die Wahrheitswurzelsuppe hat gewirkt. Willst du mich denn nicht mehr heiraten? Heiraten? Dich? Wenn, dann heirate ich Pimpernel und sonst keinen. Was hat sie da gerade gesagt? Dass sie wieder alle Tassen im Schrank hat. Also, wenn das so ist, dann kann ich ja gehen. Synchron.
Man erwartet mich schon. Halt! Erst sagst du uns, wer du wirklich bist und wer dich geschickt hat. Ich bin Urlox. Synkopia schickt mich, ihr dämlichen Bellblotania, um Urlox, die Prinzessin Lilalu, aus Almandes zu locken. Dieser Versager lässt sich von einem Küchenwichtel übertölpeln. Und dafür hat mir die Meisterin Urlox Liebestropfen gegeben, damit sich Lilalu in mich verliebt. Wachen! Ergreift ihn! Ja, auf ihn! Haltet ihn! Da bleibt jetzt da, Brühlsfroschkräne! Wo ist der Kerl? Spurlos verschwunden! Klar! Hexer! Du jämmerliche Niete! Ich sollte dich in die Schrottpresse werfen! Du elender Versager! Gnade, Meisterin! Ich, Urlox, habe doch immerhin den Notenbrunnen vergiftet! Du nichtsnutziger Mülleimer! Du verbeulte Blechgeräte! Was du da vorhin übers Heiraten gesagt hast, stimmt das? So eine selten dämliche Frage, Männer. Ja, Pimpernel ist genau der Richtige. Ist zwar kein echter Prinz, aber schnurzegal. Für meine einzige Tochter ist mir keiner lieber. Ach, nur diese Wurzelsuppe schmeckt leider grässlich. Melodania, die Hymne. Das schönste Land in der Welt ist... Pimpernel schwebt im siebten Himmel, Kra. Wurde auch langsam Zeit. Diese ewige Liebeskasperei ist mir schon richtig auf den Magen geschlagen, Kra. Und Synkopia schwebt wahrscheinlich vor Wut unter der Decke, Kra. Schon wieder eine Niederlage gegen den Küchenwichtel. Peinlich, peinlich. Aber wie ich sie kenne, gibt die so schnell nicht auf. Und ohne Zauberessenz schweben wir immer noch in höchster Gefahr. Wahrscheinlich hat Synkopia längst schon etwas Gemeines ausgeheckt, um Melodanien zu zerstören. Ah!